hallo, wir sind hier auf dem Köterberg. Bad Pyrmont Active hat einen neuen Film und ich empfehle dringend Bad Pyrmont Active zu abonnieren. Das kann man also tun, dann werden Sie immer informiert über neue Filme. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Rudi Brandt vom Köterberghaus. Ja. Und Familie Brandt ist hier eine alteingesessene Familie. Das wurde schon über Generationen, wurde dieses Köterberghaus von Familie Brandt betrieben. Und Rudi Brandt erzählt vom letzten Krieg, was er da erlebt hat. Ja, es geht jetzt, ging um die Frage Bombenangriffe während des Krieges. Haben Sie da was mit zu tun? Ja, wir hatten hier natürlich die Luftkämpfe, alles haben wir gesehen, nicht? Da kamen einmal eine, drei Maschinen, amerikanische, die kamen aus Richtung Kollabeck, Detmold. Eine deutsche Maschine kam aus Richtung Bad Pyrmont, Falkenhagen. Und wie sie die getroffen hat, Maschinengewehrfeuer. Mhm. Dann kam vom Himmel so Blech so runter, nicht? Das schaukelte so in der Sonne, nicht? Mhm. Aber die Maschinen sind weitergeflogen und die deutsche Maschine auch. Mhm. Aber getroffen war die Maschine, eine aber von den dreien. Sie konnte sich noch halten. Die, ja, die ist weitergeflogen. Mhm. Aber sie hat Blech verloren. Also sie hat bestimmt ein Einschusslöcher gehabt. Nicht? Mhm. Ob nun jemand drin verletzt war, das weiß ich nicht. So war das eine Mal. Und dann des Nachts, dann sah man ja die großen Bulks, die rüberflogen. Und dann sah man die Leuchtspurgeschosse, die dann auf die Maschinen gingen. Also einmal auf die amerikanischen, einmal auf die deutschen. Dann wurde eine abgeschossen, die ging hier runter im Pollerwald. Wumms runter. Am anderen Tag waren wir natürlich traurig, war eine deutsche Maschine. Und dann Amerikaner kamen ja runter. Hier in Rischnau ist eine runtergekommen. Hier die in Bödeksen ist runtergekommen. In Förden ist eine runtergekommen. Eine ist ohne Personal, also ohne Piloten, in den Schwanenberger Wald gegangen. Die waren wahrscheinlich, die waren vorher alle rausgesprungen und haben die Maschine dann auf Kurs gebracht. Und dann ist sie immer tiefer gegangen, im Schwanenberger Wald ist sie dann rein, ohne Piloten. Ne? Ja. Kassel, das war in der Nacht. Ein Brummen, ein Sausen und ein Krach in der Luft. Meine Mutter holte uns alle raus, wir gingen alle vor die Tür. Es war sternklarer Himmel. Dann sah man die Maschinen oben, die flogen. Und man sah immer mal wieder eine abstürzen. Ach, das war schlimm. Und dann haben sie Phosphor geworfen. Und der Phosphor regnete vom Himmel. Der Phosphor kam langsam runter. Das ging dann wie, ja, wirklich wie Regen, nicht? Und dann ging das so runter, so langsam. Und dann sah man diese große, das große Feuer, wo die ganze Stadt brannte, nicht? Wir haben gesehen, wie Kassel brannte, Göttingen und Berlin konnte man hören und sehen, wenn oben was war. Und dann Braunschweig, Hannover, Bielefeld, Paderborn erst zum Schluss, 45, Paderborn und Kassel. Ja, das waren so die Hauptziele, nicht? Und dann natürlich auch, wenn Tiefangriffe waren, nicht? Von Yachtfliegern, nicht? Zum Beispiel Holzminden, wo Holzminden bombardiert wurde und Holzminden angegriffen wurde durch Tiefflieger, nicht? Das konnte man dann auch genau sehen, nicht? Aber das war ja auch weit weg, nicht? Aber das war am Tag, nicht? Das war am Tag, ja. Ja. Los geht's. Am 1. Januar, morgens um 11 Uhr, wunderschöner Tag. 1945. Bisschen Schnee, 45. Ja. Einmal höre ich ein Jaul. Bums. Und dann 1, 2, 3,
vier Fallschirme runter, hinter dem Flugzeug. Ah, ja. Das Flugzeug hat nicht gebrannt, nur zerstört. Ist heile bis in den Grund. Und dann natürlich die, alles auseinander, aber kein Feuer. Naja, und die vier Gefangenen, die sind dann ins Lager gebracht worden. Nicht? Die kamen, wurden erst in der Gastwirtschaft verpflegt und dann ins Lager. Waren das Deutsche? Nein, Amerikaner. 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 Mhm. Und dann drei waren, da haben sich die Fallschirme nicht geöffnet, die waren gestorben. Mhm. Und die sind also auf dem Boden aufgeschlagen und waren tot. Mhm. Die hat man dann beerdigt, aber in einem Holzsarg. Mhm. Und das war alles gut. Und die anderen kamen weg. Und wir haben natürlich von den Trümmern was gesucht. Das eine, das andere, alles, was wir so gebrauchen konnten, Munition und alles. Nicht? Aber das dauerte ja nicht lange, dann war die Maschine abgeräumt. Nicht? Mhm. Und dann kam der Amerikaner später und hat gefragt, ob hier Amerikaner beerdigt sind. Jawohl, da waren welche, da waren drei Stück. Und die mussten nun ausgebuddelt werden. Nicht? Mhm. Und die kamen auf den Sammelfriedhof in die Ardennen oder irgendwo. Mhm. Und dann, wie man die ausbuddelte, dann hat man festgestellt, dass sie noch ihre Goldringe anhatten, dass sie noch ihre Uniform anhatten und dass sie in einer Holzkiste waren. Mhm. Nicht? Und da waren sie sehr erstaunt. Und dann haben sie gesagt, ist hier jemand, der noch Angehörige in der amerikanischen Gefangenschaft hat. Ja, hier, wir vermissen noch einen Aschi. Der Aschi, der ist also in der amerikanischen Gefangenschaft und da und hier ist die Adresse. Ja, sie möchten die Adresse haben, er soll sofort freikommen. Oh, gut. Ja, und dann haben sie die Adressen ausgetauscht. Kurz danach war er zu Hause. Schön. Also das war mal eine gute Geste, ne? Ja, ja. Das war eine richtig gute Sache, ja. So war das bei den Amerikanern, ja. Also der Amerikaner ist reingekommen am 6. April, bei schlechtem Wetter. Am 7. April hat er die Humersen und eingenommen und dann am 8. April über die Weser. Mhm. Mhm. Und sehen Sie mal, vom 8. April bis zum 20. April oder 30. April, das waren doch immerhin ja, drei Wochen. Moment, Krieg zu Ende war am 8. Mai. Ja, am 8. Mai. Mhm. Aber der, ich glaube nicht, dass der Krieg da schon zu Ende war oder irgendwas. Ich weiß es nicht, wo die hier waren. Und die. Ja, da war der Krieg ja noch. Ja, ja, ja. Mhm. Nicht? Aber es wurde nicht mehr geschossen oder irgendwas. Hier in der Nähe. Alles ruhig. Mhm. Ah, gut. So war das ja. Aha. Und Sie hatten also keine Probleme, als die Amerikaner kamen direkt? Überhaupt nicht. Die kamen auch nicht ins Haus rein? Natürlich. Die kamen, ins Haus? Kamen ins Haus und stellten das Haus. Maschinengewehr im Anschlag vor der Tür. Wir standen vor der Tür. Und dann, ja, wenn keiner im Haus war von den Soldaten, dann zogen sie wieder los. Ne? Mhm. Einmal hatte sie meine Mutter dann eingeladen zum Essen. Oh. Naja, sie haben dann auch gegessen, aber meine Mutter musste erst kommen, musste alles probieren. Und dann haben sie erst gegessen, weil sie dachten, das wäre vergiftet. Nicht? Also sie musste alles vorkosten. Ja, ja. Und dann haben sie gegessen. Und kämpfen ja nicht die Wälder. Nicht? Und ja, die Deutschen haben nicht mehr geschossen. Aha. Dann war das vorbei. Nicht? Ja, ja. Und die waren froh, dass sie nach Hause kamen. Ja, wenn sie in Gefangenschaft gekommen sind, weiß man nicht, ob sie das überlebt hätten. Ne? So ist ja viel passiert. Bei den Amerikanern. Ja, ja. Ja. In den Rheinwiesen. Schönen Dank, dass Sie uns angesehen haben. Abonnieren Sie am besten auch unseren Kanal Bad Pyrmont Active. Kann ich unbedingt empfehlen. Dann sind Sie über das Neueste immer informiert. Und sollte Ihnen der Film gefallen haben, würden wir uns freuen über ein Like.